Mahlzeit, ihr Nasen, herzlich willkommen zurück zu Tuat. Wir haben zwei Quests abzugeben und zwar einmal die Krone. Oh oh, ihr rückt mir ein bisschen Eich auf den Pelz, Jungs. Aber das haben wir gleich. Also bei den Ghoulen macht das Schwert auch noch nicht so aua, aber es geht. Man hat's unter Kontrolle. Mal sehen. Wo sind die anderen wegen Kasper? Wir haben zwei Quests abzugehen. Einmal die Krone müssen wir an den Bürgermeister zurückgeben und wir müssen Bescheid sagen, dass wir den Silberschädel besiegt haben. Also müssen wir nach Windfell oder wie das heißt zurück. Und Break. Entschuldigung. Mein Fehler. So. Den seinen Lehrling haben wir immer noch nicht gefunden. Aber ich hoffe mal ernsthaft, der Kommandant ist nicht so arg enttäuscht. Hast du dich um unseren weißen Freund gekümmert? Ich habe deinen Freund gefunden. Er wird kein Unglück mehr verbreiten. Du hast ihn getötet? Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich wäre gern dabei gewesen. Er war ein besonderer Ork. Das war er wirklich. Tschüss. Viel Erfolg wünsche ich dir. Hat's den gerade weggebeamt? Okay. Na, mal interessant. Wir stehen schon mal kurz vorm Level-Up. Ich denke mal, wenn ich jetzt zum Bürgermeister gehe, werde ich einen kriegen. Ich habe schon voller Ungeduld gewartet. Hast du die Krone? Ich habe eine Innenkrone. Nicht aus Gold? Aus was denn sonst? Plastik. Eine billige Imitation. Ich vermute, dass der Sohn den Vater nicht mit dem echten Schatz, sondern mit einer Fälschung beisetzen ließ. Unser König Emrys? Dieser kleine Bastard. Er hat meine gesamte Lebensplanung ruiniert. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Als König Satrios starb, hat es im Tal der Könige eine große Begräbniszeremonie gegeben. Das kennen wir doch eigentlich alles schon. Gute Reise. Sei gegrüßt, Fremder. Habe ich da irgendwas bekommen jetzt für? Also da gab es irgendwie keine Questpunkte dafür. Na gut. Händler. Hier war einer. Ich will nichts verkaufen. Ich will gucken, ob der vielleicht irgendwie was zum Blitzverstärken hat. Aber hat er nicht. Leider. Aber ein Waldschild hat er. Haben wir jetzt unsere Verteidigung hoch? Warum nicht? Ne? Ich will doch meine Zielgeschwindigkeit nicht noch verlangsamen. Das ist doch Quatsch. Der Rest ist eigentlich wirklich irrelevant. Gut. Haben wir jetzt nichts gerissen gekriegt eigentlich? Ehrenamulett-Hammer. Ja, ist schön, ne? Gehen wir bei Fluch des Blutes weiter. Ja, bringt glaube ich nichts, wenn wir zu dem gehen, oder? Ich weiß es nicht. Bringt mir das irgendwas? Rahmen des Relikts ist da. Haben wir jetzt irgendwie den Rebellen noch weitergeholfen? Ich weiß es nicht. Wenn ich wüsste, wo ich da Todesstoß suchen sollte. Das wäre interessant. Aber ich habe noch nicht mal so im Ansatz einen Plan. Hm.
Ich glaube, ich gehe wirklich bei Fluch des Blutes weiter und suche einfach wirklich die. Nein! Ach, die Menüführung ist eine Vollkatastrophe. Das Relikt ist klar. Rahmen kommen wir noch nicht ran. Feueramulett. Wo sind wir denn da? Sind wir nicht so weit weg, ne? Also, könnten wir rankommen, sagen wir es mal so. Können wir uns hinbieben lassen und dann da weitermachen? Hier sind wir, glaube ich, weit weg von der Zivilisation. Nee, so weit sind wir gar nicht. Okay, da könnten wir hier wirklich mal einen neuen Stadtbesuch ansetzen. Gehen wir halt in der Mainquest weiter. Ja klar, volles Fund. Weil hier haben wir einen Teleporter. Vielleicht nochmal den einen oder anderen Händler anquatschen. Kein Ding. Okay. Klingt doch nach einem Plan. Ich mach das jetzt bewusst. Ich möchte eine Salami-Sammlung. So, dass ihr es wisst. Oder dass ich gegen das Mikrofon hingeknallt bin, es tut mir leid. Wo ist eigentlich Höllensalami? Da ist Höllensalami. Wo ist weiße Salami abgeblieben? Die steht, glaube ich, vorm Teleporter. Also hier irgendwo rum in der Gegend. Hol ich mir weiße Salami wieder? Nee. Ich weiß ja etwa, wo es ist, wenn ich es nicht wieder im nächsten Part vergessen habe. Gut. Weiße Salami, braune Salami und Höllensalami haben wir jetzt gerade. Die Nummern weiß ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe mal irgendwann bis 7 gezählt, aber mittlerweile kriege ich es nicht mehr auf die Kette. Gut, gehen wir in die Stadt. Damit wir denn hier runter können. Das ist scheinbar echt nicht so weit. Müssen wir jetzt schauen, dass wir zum Südtor rauskommen und auf dem Weg zum Südtor gucken wir mal, was wir noch an Händlern sehen. Händler? Siehst aus wie einer, bist aber keiner. Komm ruhig näher. Ich habe das unten spüren. Nein. Bedauerlich. Ich habe hier noch Gold eigentlich, aber naja. Du bist ein Händler. Hast doch aber nur Murks. Na, ein bisschen Eis hast du. Also, ansonsten kann ich die nie brauchen. Na gut. Kurz nochmal einen Blick auf die Karte. Pff. Ich und meine Orientierung. Okay, da lang und dann südlich halten, dann passt das schon. Komm ich hier rüber. Nein. Also doch außenrum. Mist. da ist kein außenrum, okay. Willkommen hier bei uns. Bist du Händler? Nein, du bist die Nervensäge. Dich will ich nicht. Du bist Händler. Jawohl, Blitz. Verwurschteln wir das gleich mal alles. 500 Blitzschaden mittlerweile. Sehr gut. Das dürfte langsam über 1000 kommen, wenn das so weitergeht. Ja, es schrammt an der 1000. Was den Eisschaden angeht. Ich grüße dich. Ich werde aber die spirituelle Waffe auf keinen Fall vernachlässigen. Ich grüße dich. Suchst du etwas? Ich weiß noch nicht so recht. Da haben wir nochmal Waldschilde. Wie viel habe ich denn? Geldtechnisch? Kein Problem. Okay. Ich will nicht anfangen. Nee. Ich will nicht anfangen, noch irgendwas abzugraden. Auf der Durchreise. Wenn man wirklich eine coole, fette Rüstung oder sowas dabei rumspringen würde, rausspringen würde, dann ja, aber so. Nein. Nein, nein.
Das lassen wir. Uninteressant, okay. Kann ich dir weiterhelfen? Halt! Derselbe! Komm, Säbel. Hat der wenigstens mal auch wieder ein bisschen erhöhten Grundschaden. Kann ja doch sein, dass ich da irgendwie eine Kreatur treffe, die eisanfällig ist und dann macht das also schon mehr Spaß. Auf der Durchreise. Hi. Ich glaube, meine Kohle ist gleich wieder rausgefeuert, aber richtig. 2,7 habe ich noch. Finsterpick. Das sind die an meinem Arsch. Das habe ich gerade nicht laut gesagt, oder? Ist egal. Es ist wurscht. Es ist egal. Ich weiß, ihr draußen habt den Humor. Und wenn nicht, Leute, kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Das schneide ich nicht raus. Der war so schlecht, der muss. Der muss einfach drin bleiben. Warum zum Donner drum sind hier keine Händler? Sei gegrüßt. Halt die Fresse. Ach, muss ich erst kurbeln oder was? Mann! Bin ich wenigstens richtig? Na, aber lieber gucken. Da wollen wir hin. Quest in der Unterwelt. Jawoll, da gibt es das nächste Element-Artefakt. Also ein paar Ansichten sind cool. Wenn ich hier rüber gucke, sieht es nicht so geil aus. Das könnte ein Orklager sein, oder? It is. Ah, wen haben wir denn da? Okay, gegen Orks ist die Blitzwaffe super. Es wurde aber auch Zeit. Das knallt. Ist abgeschlossen. Nein, ist es nicht. Du beschließt hier nicht, ob das abgeschlossen ist oder nicht. Ist vielleicht interessant. Also zumindest nicht, solange ich Dietrich hier habe. Noch irgendwas Kombinierbares? Sieht mir eher nicht danach aus. Ach nein. Ich nutze zwar den Bogen nicht oft. Aber wenn es in der Fall sein soll, dass ich es brauche, ist es doof, wenn ich es nicht kann. Macht Sinn, oder? Deswegen will ich diese Rüstungsteile, die irgendwelche Einschränkungen, was Schwimmen oder Bogenkampf eingeht, ignorieren. Wenn es Zweihandkampf ist, ist mir relativ. Ist mir egal. Aber wenn es um den Bogen geht. Oder eben um Schwimmen. Wenn ich es nicht oft brauche, aber. Wer sagt es denn? Da wir jetzt auch mit dem Schild kämpfen, why not? Die sprechen sehr rotzig, finde ich. Ich glaube, da war eine sehr große Blitz in. Ja, war's. Ich habe jetzt schon 500 ein paar zerquetschte. Ja, wow. Ja. 600 noch was. 621, oder wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön. Richtig gut. Schade eigentlich, dass diese Helme nicht getragen werden können. Wirklich, wirklich schade. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, aber ist noch keine bekannt. Mir ist bis jetzt bloß eine bekannt, wie ein Ork auszusehen, und die fand ich aber ein Witz. Du hast eine Feuerwaffe. Interessiert mich bloß nicht. Obwohl,
Das ist ja unser Feuerknüppel nochmal. Den können wir sogar einsetzen. Können wir das Ding auch mal erhöhen? 912 ist das Max. Nee. Okay, er hat sich zumindest verbessert. So. Ich weiß nicht mehr, was das Maximum war. Da kannst du wieder nicht mit schwimmen. Das ist doch alles doof. Wer macht sowas? Ich meine, macht Sinn, in einer wirklich vollplatten Rüstung schwimmst du halt nicht. Da tauchst du eher. Das war wieder so ein Gamma-Ork, glaube ich. Alter, hat noch was? Jede Menge. Okay. Mal das 3. Das hatte ich nicht gesehen. Okay, für unseren Standardbogen hätte ich fast gesagt. Für unseren Bogen noch was? Die beiden sind kombinierbar. Offener Köcher finde ich sehr lächerlich, den Spruch. Wie gesagt, geschlossener macht wenig Sinn. Nicht Brauchbares, wa? Ist doch schade. Ich habe aber noch 50 Pfund vom Gewicht her Platz im Inventar. Dann werden wir noch ein bisschen rumstromern. Haben wir durch? Ich habe das Ork-Lager hier schon wieder dezimiert. Oder sind da noch ein paar Jungs? Schlafen die oder habe ich die schön verhauen? Scheint schon offen zu sein. Probieren. Ja. Naja, gut. Dann geht's einfach mal weiter. Auf den Katapulten rumkraxeln macht keinen Sinn. Wir sind jetzt wieder im tiefsten Orkland. Wir müssen bis dahin kommen. Hier schließt sich wieder so ein Kreis. Das ist auch gut zu wissen. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder den einen oder anderen Friedhof. Dann mal los. Och Leute. Macht doch keinen Sinn. Macht doch einfach keinen Sinn. Ich bin zu schnell für euch, Leute. Es hat keinen Wert. Jawohl, Blitz. Da haben wir nochmal eine richtig schöne Eiserweiterung für unseren Säbel. Und nochmal ein bisschen spirituellen Schaden. Das ist auch gut. Der Rest scheint nicht zu verwuscheln zu sein. Nö. Aber 10 Pfund kann ich mit mir rumschleppen. Gucken wir doch mal, was das hier für ein Gebilde ist. Ist das wieder so ein Heilschrein oder ist das Mana? Mana? Oder? Nee, das ist hier. Ich habe es endlich mal rausgekriegt, nach 40 Parts oder sowas. Das ist ein Schrein, wenn ich den aktiviere, da starte ich einfach neu, wenn ich sterbe. So simpel. Das ist ein Mana-Schrein, wenn ich mich nicht täusche. Da sind öfter mal so Magiertürme in Hintergründen, ne? P
Bin ich einfach nicht im Weg? Ja, bin ich. Da ist einer. Irgendwo habe ich noch einen gesehen. Vielleicht ist er jetzt gerade vom Baum verdeckt. Ja, da ist auch mal einer. Nachschauen. Was ist denn jetzt sinniger? Machen wir eine Abbiegung. Was soll's? Schieß mal, genau. Also Ziele. Schießen wir doof. Ist vielleicht interessant. Feuerverstärkung. Sehr gut. Aber nichts, was ich sonst zusammen basteln kann. Schade. Das heißt, ich werde jetzt mal wieder zum Ende des Parts mich wohin beamen müssen. Toll. Das hätte ich verwurschteln können. Moment mal. Schmeißen wir mal irgendwas relativ Schweres raus. Jetzt können wir ein bisschen basteln, glaube ich. Vielleicht reicht es jetzt für die Hose noch? Nein, reicht nicht. Ich habe da bestimmt noch irgendwas, was ich einsetzen kann. Ein Teil, das Schrotting mitnehmen kann. Eins. Nur eines. Keins. Nicht wirklich. Denn eben nicht. So. Das lasse ich mal noch zu. Ich mache mir eine Beamstation auf. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann heißt Two Worlds. Und ja, wir gehen in die nächstgrößere Stadt. Was bleibt uns anderes übrig, ne? Da kannst du nichts machen. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge. Haut rein.